Schnäbel, ich verzauber dich jetzt. Abracadabra, simsalabim. Hat nicht geklappt. Hasta la vista, Baby. Was versucht der Kerl da jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er versucht Neville umzubringen. Cool, ist Neville jetzt tot? So wie es riecht, ja. Oh, scheiße. Krieg. Ich verstehe die sowieso nicht. Was ist das denn? Ach man, Neville lebt ja noch. Davon habe ich schon mal gehört. Das ist ein Plastikball aus der Kelloggs-Packung, du Wichser. Ja, aber warum schickt mir meine Oma denn so einen Scheiß? Weil du scheiße bist. Ey, guck mal, was in den Kontaktanzeigen steht. Ich lese mal eben vor. Schüchterne kleine Mieze mit pudeligen Haaren sucht sensiblen Mann für gemeinsame romantische Stunden. Alle halten mich für eine Lesbe, aber das stimmt nicht. Gezeichnet HG. Sau erbärmlich, ne? Yo. Ja, erbärmlich. Guten Tag, Kinder. Guten Tag, Madame Hooch. Guten Tag, Amanda. Guten Tag. Wer zum Teufel ist Amanda? Weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen zu eurer ersten Quidditch-Stunde. Stellt euch links neben den Besen, hebt die rechte Hand und sagt auf. Okay. Ja, muss man sich hier super. Für Linkshänder geht das natürlich andersrum. Fuah. Seit wann bist du denn Linkshänder? Wow. Auf. So ein dicker Besen. Auf. Auf. Macht mal hinne. Auf. 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 Ich sagte auf. Auf. Oh, der Besen hat mir das Nasenbein ins Gehirn gerammt. Jetzt musst du wohl sterben. Halt die Klappe. So, dann wollen wir mal sehen, ob ihr damit auch umgehen könnt. Setzt euch mal auf eure Besen und klemmt den Stiel zwischen eure Arschbacken. Ein paar von euch müssten damit ja schon Erfahrung haben. Seid nicht so zimperlich. Das würde euch in dieser Schule noch sehr oft passieren. Alles klar. Wenn ich pfeife, stoßt ihr euch vom Boden ab und fliegt weg. Auf meinen Pfiff. Eins, zwei... Oh Gott, oh Gott. Wieso fliegt nur Neville alleine? Ich hab doch gesagt, wir sollen alle wegfliegen. Ich weiß auch nicht. Neville. Nein, wo fliegst du hin, du Idiot? Aus dem Weg! Cool, ist Neville jetzt tot? Och, bist du hingefallen, Kleiner? Ja, er lebt ja noch. Oh je, eine gebrochene Hand. Oh, ein Ball aus der Kelloggs-Packung. Aus Plastik. So, während ich Neville in den Krankenflügel bringe, bleibt ihr alle auf dem Boden. Wie auch nur einer von euch fliegt los. Wenn ihr losfliegt, dann hole ich meine Schrotflinte und knall euch ab. Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Ein Ball aus Plastik. Cool. Jetzt warte mal auf mich. Was ist denn dann passiert? Also ich habe Draco den Ball weggenommen und jetzt gehört er mir. Ach, damit spielst du im Unterricht immer in deiner Hose. Ja, mit dem Ball. Harry, was ist das? Keine Ahnung. Hermine, was ist das? Vielleicht hast du noch nicht bemerkt, dass du Wichser, Hogwarts, ein magischer Ort und sich bewegende Treppen sind vollkommen normal. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber lass uns mal hier lang gehen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich mit euch mitgehe. Wow. Das riecht hier wie bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause riecht's nach Katzenpisse? Ja, aber auch nach anderer Pisse. Du kannst verschiedene Pissesorten unterscheiden? Ja. Ja.
Ich hab Angst vor Katzen! Sie geht nicht auf! Verdammt, die Katze will bestimmt gestreichelt werden! Geh mal beiseite! Hallo, Mora! Schnell! Ich bin hochgradig allergisch gegen Katzen. Weißt du, was passiert, wenn Katzenhaare meine Haut berühren? Das ist die Hölle. Hast du jemanden aufgespürt, meine kleine Pussy? Nein, gib mir Whiskas. Schon wieder 2 Euro. Wie soll ich mir das denn leisten? Scheiß Weiber. Meine Güte, ich hasse Pussys. Und ich erst. Wow, ich glaube, ich sehe doppelt. 6 Köpfe. Gott. Ein Glück, dass die morsche Tür den Hund aufgehalten hat. Oh Mann, ich weiß echt nicht, was schlimmer ist. Der Hund oder die Katze? Der Hund. Also für mich ist es eindeutig die Katze. Die Haare kriegst du nie wieder aus der Kleidung raus. Aber ich meine, der Hund, der war doch auch ziemlich... Ich meine, er hatte 3 Köpfe. Das finde ich ziemlich paranormal. Waren doch 6, du oder? Weißt doch gar nicht, was paranormal bedeutet. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Hör zu, wenn Ron sagt, dass er das weiß, dann weiß er das, okay? Ja, ist klar. Der weiß ja nicht mal, was Isopropyl, Profimir, Barbiturus, Vinyl, Methyl, Aminophyrazolon ist. Und das weiß ja nur jeder. Der kann sich ja nicht mal selber ein Brot schmieren. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr Wichser. Ich wette, morgen hängt sie wieder mit uns rum. Ja. Ein paar von euch müssten damit ja schon Erfahrung haben. Okay. Kleiner Scherz von mir. Jetzt... Ja, ich kann auch mal lustig sein.